Leider kennt er den Weg nicht. Ich muss ihn wohl alleine finden. Ich werde meinen Vater nicht in diesen Banditen überlassen. Wie gewünscht gab ich ihm sein Paket. Er bot mir etwas zu essen an und erzählte mir dann, dass die seltenen Pilze an einem Ort über der Felswand südlich des Dorfes wachsen. Man kommt nur schwer dorthin. Zum Glück war er so nett, mir seine Hilfe anzubieten. Da, hoch. Ja, was will die? Die Köchin bereitet das Abendessen für einige der Arbeiter vor. Leider haben Mäuse die meisten Lebensmittel aufgefressen. Oh, hier, geben wir mal. Ich gab ihr einiges meiner Lebensmittel. Sie bedankte sich, bezahlte die Lebensmittel und machte sich daran, das Essen zuzubereiten. So, da klettern wir doch so gleich hoch. Und hoffen mal, dass wir dann... Du bist sicher die Felswand hinaufgeklettert. Knote dein Seil fest an, damit du es auf dem Rückweg nutzen kannst. So, ich hoffe mal, dass wir viele Pilze finden. Es sind aber nur 3. Vielleicht haben wir jetzt sogar schon 24. Wir haben 24. Sehr gut. Erledigen wir noch schnell ein Wildschwein. Du bist ein Wildschwein. Und dann... Was brauchst du denn? Ruhm 50. Wir haben 42 Ruhm. Ruf. Ruf, ja. Dann würde ich sagen, wir gehen erst einmal weiter. Ja, gehen wir weiter. 35 Minuten nehme ich schon auf. Sehr gut. Halt! Stehen bleiben, Fremder! Was willst du denn jetzt? Das ist der Weg nach Westen und in die Stadt. Ihr wird von Soldaten bewacht, die mich nicht passieren lassen. Dank der Banditen darf kein Fremder passieren. Hörst du schlecht? Der Weg in die Stadt ist gesperrt. Naja, also... Wie viel willst du? Wie viel Geld? Bestechen können wir leider nicht. Da ist noch ein Ei. Ei, was sehe ich da? Doch kein Ei. Naja. Was willst du denn? Der Bauer erzählte mir, dass die Wildschweine aus dem Wald immer wieder seinen Garten verwüstet. Er ist verzweifelt. Alleine kommt er nicht gegen sie an. Also ich kann das für dich machen. Eine kleine Familie Wildschweine isst das Gemüse aus dem Garten des Bauern. Sie hat sich richtig dort niedergelassen. Ich kann nicht 3 Wildschweine auf einmal erlegen. Ich könnte Hilfe von einem geübten Jäger gebrauchen. Okay. Der Kleinbauer ist traurig, weil er den Schal, den ihm sein Liebste strickte, verloren hatte. Er verlor ihn beim Pilzesammeln nahe des Gasthaus. Wolfsjagd. Es ist wahrscheinlich eh hier. Weil das Ding gerade aufgegangen war, als ich mit dem gesprochen habe. Der Gastwirt benötigt allerlei Vorräte, damit er Speisen zubereiten kann. Wenn ich Lebensmittel finde, die ich nicht benötige, kann ich sie ihm verkaufen. Wir können dann schön Fische verkaufen, aber... Das Gasthaus an der Kreuzung bietet eine gemütliche, komfortable Übernachtungsmöglichkeit an. So, für 20 Gold bekommen wir dann sogar 20 Kraft und nicht mehr 10 Kraft. Und was ich gerade sagen wollte, war... Achso, vielleicht brauchen wir die Fische noch. So, glaube ich. So, da komme ich an. Da brauchen wir, dann können wir doch hier schlafen. Sehr gut. Flieh. So, 20 Kraft. Du bist Geschichte. Der Schal ist da. Der kam gerade, als ich den Wolf erledigte. So, hier, dein Schal der Liebsten. Oh, dies ist der Schal, den mir meine Liebste schenkte. Danke, dass du ihn für mich gefunden hast. Der Kleinbauer war so glücklich, dass er mir fast all sein Hab und Gut gab. Es ist nicht zu übersehen, dass er sehr verliebt ist. Dass er sehr, dass er sehr, sehr.
dass er sie sehr liebt, wollte ich eigentlich sagen. Aber falsch, wir gehen da morgen. Noch ein Hof. Noch mehr Pilze und noch ein Ei. Was willst du hier? Der Bauer hat dem Müller ein wenig Getreide versprochen, damit dieser die neue Mühle ausprobieren kann. Nur scheinbar kann er es nicht rechtzeitig liefern. Ich habe angeboten, das Getreide zur Mühle zu tragen. Ich kenne den Weg und es ist eine gute Gelegenheit, ein wenig Gold zu verdienen. Lese nicht schwer. Die Frau des Bauers hackt Brot. Ich würde gern eines davon kaufen. Backt. Hackt Brot. Die hackt Brot. Wahrscheinlich sägt die dann auch noch Brot und haut mit der Spitzhacke drauf rum. Ja. Die Frau des Bauerns backt Brot. Ich würde gern eines davon kaufen, aber sie hat keines übrig. Das frisch gebackene Brot ist für die Arbeiter, die den Zaun um den Bauernhof ziehen. Sie erzählte mir, dass diese viel zu lange dazu brauchen. Wahrscheinlich faulenden sie nur, anstatt zu arbeiten. Dann machen wir es eben. Komm näher, Söhnchen. Du wirst doch sicherlich einer alten Frau helfen wollen. Diese alte Heilkundige benötigt Blüten der Ostbäume, die hier wachsen. Sie bat mich um Hilfe. Ich soll die Blüten pflücken. 5 Körbe voll sollten genügen. Da brauchen wir dann einen Korb. Was brauchen wir hier? Holz. Beim Ausguck der Jäger steht ein trauriger Jäger. Er erzählte mir, dass er im dunklen Wald jagen war. Leider musste er die Jagd abbrechen, als die Banditen kamen. Als ich ihm über meine Erlebnisse mit den Banditen erzählte, bat er mir sofort seine Hilfe an. Das ist gut, dass wir jetzt den Jäger haben, weil dann können wir doch hier die Wildschweine töten. So, der schießt auch schon drauf. Und 7 Fleisch. Die Wildschweinjagd war erfolgreich. Nun habe ich viel Fleisch. Der Bauer ist zufrieden, weil seine Ernte gerettet ist. Zur Belohnung gab er mir ein wenig Gemüse. Besser als nichts. Und bei denen kann ich Gemüse kaufen. Besser als nichts, ne? Vielleicht sollte ich mal Körbe kaufen. Wo kaufe ich nochmal Körbe? Bei der, oder? Richtig. Kaufe ich erstmal 6 Körbe. Und pflück erstmal dieses hier. 5 sollten genügen, hat sie ja gesagt, ne? Die alte Frau. So. Und dann da nochmal. Und da nochmal. Reicht dir das? Ja. Sehr gut. Vielen Dank, mein Söhnchen. Mit meiner alten Queen hätte ich doch nicht selbst tun können. Ich freue mich, dass ich ihr helfen konnte. Ich wollte keine Belohnung haben. Belohnung, aber die alte Frau bestand darauf, mir eine zu geben. Ein Heiltrank, das ist sehr gut. Und du verkaufst auch was. Ich kann bei dir kaufen. Gut. Sehr gut. Beim Turm steht ein Jäger. Sein Name lautet Brent. Er hat mein Wolfsfell betrachtet und war überrascht, dass jemand wie ich einen Wolf getötet hätte. Wenn ich möchte, wird er mir beibringen, mit einem Bogen zu jagen. Aber ich muss ihm beweisen, dass ich bereit dazu bin. Wenn ich Brent diesen Trophäen bringe, bringt er mir weitere Jagdfertigkeiten bei. Wir brauchen eine Bärentatze, ein Hirschgeweih und 150 Gold und 100 Ruf. Letzte Nacht verlor der Schäfer seine Schafe. Er bat mich, sie zu finden. 6 Schafe. Da ist doch ein Schaf.